Hallo und herzlich willkommen zu Oregon Trail mit mir, eurem Gastgeber Rotes Papier. Wir sind gerade auf dem Weg nach Albuquerque, beziehungsweise legen das fest. Wir könnten noch entschließen, dass wir stattdessen zum Satellite Field gehen. Aber Albuquerque ist die größere Stadt und näher dran. Und verkürzt wahrscheinlich unsere Wegstrecke hier. Also nehmen wir Albuquerque. Wir können jetzt hier auch mal gucken. Also das wäre hier. Hier müssen wir hin. Und darum ist so in nördliche Richtung ist irgendwie schlauer. Darum machen wir das. Okay. Goodie. Alles noch in super Kondition hier. Wir haben nicht mehr viel Benzin und Esganznuss hat gebrochenes Bein. Na, großartig. Oh nein, ich fahre zu nah an Geröll ran und mache meinen Reifen kaputt. Okay. So. Okay, wir haben hier Deadly. Wir reparieren mal wieder das Auto. Ja, das reicht. Immer noch Deadly. Verdammt. Party, Arrest. Okay, Medium können wir versuchen. Geht sehr gut. Oh, fickt euch doch. Ah! Hilfe! Bei Zombie $25, naja. So viel zum Medium hier. Immerhin haben wir ein bisschen Geld gefunden, aber wir gucken mal, ob wir noch mehr finden. Ja. Thank you.
das Geld. $25 und 20 Scrap und 30 Food. Okay, das war gut. Ah, jetzt ist die Zombie-Aktivität low. Das ist mein Geld! Mein Geld. Oh nein, $27 und 7 Scrap. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier kaufen können. Fuel gibt's hier nicht, sehr schön. Scrap und Food gibt's, okay. Ja, lose Gascan, okay. Shit. Ist immer noch Zombie-Aktivität low. Hier haben wir Food. Okay, $350 und $20, das ist okay. Immer noch low. Gut, solange da low ist, gehen wir raus. Okay, das hat sich gelohnt. Jetzt müssen wir sehr langsam fahren, sonst haben nichts da, die Leute hier. Jetzt haben wir one spare of the scrap for one of your battery. Nope. Batterie für $19, ja. Vier Fuel für 62 Food, ja. Willst du für zwei Fuel? Nein. Willst du one of the Medkit for 22 of your dollars? Medkit $22. Ja. Okay, das war alles gut. Wäre schön, wenn wir einen Muffler noch hätten, aber kann ich alles haben. So. Goodie. Dass ich da unten links habe, aber wenn ich oben links war, das ist wahrscheinlich näher. Obwohl da ist dann schon wieder
Radioaktives Gebiet, ne? Okay. Left foot. Achso. Okay, habe ich gefunden. Sehr gut. You aren't sure which way to go. You lose an hour bickering with Georg. Liebe Debel. The muffler has become too rusty to work. You don't have the supplies to replace it. Try trading for one. Okay. Someone will spare one of their muffler for 30 of your ammo. Gut. Muffler für 2 Medkits. Deadly, okay, hier wird nicht gescavenged, aber wir können mal ein bisschen ausruhen. Ah, you wait an hour while S. Nabeltier vomits in the bushes. Find an upgrade to your car in an abandoned garage. Oh. Ich meine, das Solarpanel ist natürlich gut, aber Chainsaw Windows. Sind echt super, ne? Ich meine, wir haben ja 4 Fuel. Das Wüstenmotel. Faster Reload, okay. Wollen wir nicht. Was können wir kaufen hier? Medkits Ammo. Ammo können wir kaufen. 25 für 20, okay. Und Fuel können wir kaufen. Womit unser Geld dann auch schon weg wäre. Es ist Medium-Zombie-Aktivität. Scavengen wir mal. Oh, Geld. Geld ist immer gut. $100 und 270 Food, das ist durchaus sehr erfolgreich hier. Wenn wir hier nochmal ausruhen, ein paar Stunden. Jetzt ist Zombie-Aktivität low. Das heißt, wir gehen nochmal scavengen. Vielleicht finden wir noch mehr Geld hier. Oder eine Zündkerze. Ist auch nicht schlecht. Oder essen. Das ist
ist mein Scrap. Ah! Shit. Ach, diese scheiß Viecher sind zu schnell. Okay. 116 immer noch. Batterien, Tires, Food. Eigentlich stehen wir gar nicht schlecht da. Las Vegas. Oh nein, nicht Biker Gang schon wieder. Die schwarze Witwen. Das arme Auto. Okay. Gut. Georg ist erschöpft. Dr. Douglas ist erschöpft. Georg ist nicht mehr erschöpft. Oh nein, der Sitz ist ruiniert. Weißt du was? Oh, 28 Fuß. Sehr gut. Wir müssen das Auto reparieren. Sollte reichen. Okay. Schlafen wir noch mal eine Runde. Um uns von der Erschöpfung zu erholen. Hier tödliche Zombie-Aktivität, also da wollen wir nicht keinen Supply-Run machen. Ah, viva Las Vegas! Nein, Dr. Douglas! Das als Mediziner! Kaufen. Erstmal gucken wir, was es für ein Upgrade hier gibt. Armored Windows. So. Okay, das sieht schon besser aus. Dann gucken wir mal, ob wir Fuel kaufen können. Ja, können wir. Haben aber nicht genug Geld. Oh, Food ist hier sehr hoch im Kurs, wie es aussieht.
So, wie sieht das hier aus? Hoch. So, das wäre jetzt natürlich kürzer nach Area 51. Aber die Mine ist sicherer, weil da ist nicht radioaktiv. Looks like something interesting. Ja, immer something interesting. You wander into an abandoned hospital building. Evidence of the zombie outbreak is around you. Corpses fill the body bags piled high atop the makeshift beds. The empty ones make you the most nervous. The place has been turned over. It doesn't look like the scavengers before you have missed any useful supplies. Just as you feel ready to leave this scene, a cry echoes from down the hall. You walk down the hall towards the cry. It becomes louder and more distressed. You also start to hear a heavy pounding. A sign above the door reads maternity ward. Okay, gucken wir mal. You find a healthy human baby in an otherwise empty viewing room. A couple huddles at the other side of the glass, staring at the baby like a fish in an aquarium. The couple are pounding on the glass, which is beginning to crack. A couple? Also das Baby ist gesund, darauf wird hingewiesen, aber das Pärchen, da wird nicht gesagt, sind das jetzt Zombies oder nicht? Sind wahrscheinlich Zombies, oder? Okay. Waren Zombies, würde ich mal sagen. The other zombie does not appear to care about you and continues to pound on the glass. You walk up and shoot it in the head. Now you need to decide what to do with the baby. Ja, müssen wir dann ja wohl mitnehmen, nicht? Unsure which way to go. Okay. Danke, Herr Schnabeltier. You meet a charming old man and lose track of time. Danke. Helicopter passes overhead here. Okay. Noch ein alter Mann. Was ist hier mit den ganzen alten Männern? Oh, 45, gut, sehr gut. Okay, the mine. A thinless plague spread through bites, but what about all those empty graves out there? I don't think they were bit. Just what are we dealing with here? Für eins, wow. Okay, dann wollen wir erstmal das Auto reparieren. Das kann man ja alle 5 Minuten machen hier.
bin wieder der, der nicht von alleine heilt. Weiter geht's. Salt Lake City. Das ist jetzt der Endsport, wirklich. Oh, sorry. Gut. Wandered off and can't be found. Okay. Was, der ist tot jetzt, oder was? Okay. Something catches your eye, ja. Immer. You say, you see a man with glasses wearing a dirty torn up lab coat. You notice something off about him as he quietly but frantically mumbles to himself. He begins prying open a crate he has been standing next to. He is covering up the label, but you can make out the words box. The man shouts dollars. As you get close, he whips around, acting very defensive over his crate. You see the name tag on his lab coat says Sean on it. Where did you come from? Are you here to steal my box? Or are you here to help me? Help him open the crate. You open the crate and find $21 inside you. Sean begins to scream, thank you, and continues to scream it as he runs off, not even looking your way. The crate must have been a box of dollars. Okay. A military vehicle pulls you over and questions you for now. Salt Lake City. Salt E Dog. Okay. Auto Shop. $74. Nee, danke, das ist zu teuer. Don't consume food while looking for traders or repairing. Medium, okay, dann scavengen wir nochmal. Spreadshot, slow reload. Versuchen wir mal Rifle. Scheiße! Okay, 115 Food und $50 und 10 Scraps, sehr gut. So, können wir Ammo kaufen zum Beispiel? Ja, können wir für 28. Okay. You must cross a horde of zombies in order to continue on the road. The horde is in front of you, moderate size.
automatically fight through. Coole Sache. Geil. Nice. Your chainsaw windows kept the horde at bay and you, as you fought your way through. Okay. A military vehicle pulls you over and questions you for an hour, blah blah blah. Something catches your eye off the road. Would you like to investigate? Na gut. As you approach, you see a man holding a sign. The sign reads answers and he shouts out, in this godforsaken land, I have the answer to all your questions. Approach and be enlightened. I'll tell you why the dead walk among us, my son. It's a French cure for the common cold gone awry. Awry? Awry? Keine Ahnung. Spread the message, my son. And now then, we're both children of God in these forsaken times. Do you think you could spare some of your time for his wishes? My flock has strayed from the path. I have been keeping a group of believers in a building north of here. They recently exiled me from the community. They keep the undead as pets and torture them for amusement. It sickens me. I know this is a lot to ask, but if you could kill them, all for me, you would be doing God's work, my son. Hm. Ja gut, warum nicht? Vulnerable while aiming and so is the enemy. Okay. You were shot! Okay. Wow. Das ging ja gut. Dr. Douglas falls asleep and snores loudly. A series of bodies are on display, both sides of the road, okay. So. You find a cache of 5 scrap in an old shelter. Someone was in a hurry and left food behind. You take it. Okay. Someone in the distance is shooting at you. You hear a bullet hit the car. Sieh bloß los. Nein! Nicht erst ganz los! Sorry. Ja, ich glaube, dann machen wir auch für heute mal Schluss. Und auf dieser etwas traurigen Note, das ist ganz nuss. Sich beim Reinigen des Gewehrs erschossen hat und machen dann beim nächsten Mal weiter. Like, subscribed und schreibt einen Kommentar. Blabla. Bis dann. Ciao.